Big Direkt Gesund, der Podcast. Dr. Silke Thomas arbeitet beim Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes Bund der gesetzlichen Krankenkassen. Dieser Dienst erstellt Gutachten für Krankenkassen und berät sie. Frau Thomas gehört zu dem Team, das für den Eagle-Monitor zuständig ist. Zu ihren Aufgaben gehört die Bewertung der Eagle-Leistungen. Seit Ende Januar ist das Portal online. Ziel des Eagle-Monitors ist es, Patienten Informationen an die Hand zu geben, die sie dabei unterstützen, sich bewusst für oder gegen eine individuelle Gesundheitsleistung zu entscheiden. Die Idee ist aufgekommen, da bei vielen Patienten eine Unsicherheit dahingehend herrscht, dass sie nicht genau einschätzen können, ob diese Leistungen, die ihnen angeboten werden, ob die wirklich jetzt sinnvoll sind oder ob da vielleicht auch ein finanzielles Interesse des Arztes hintersteckt. Ärzte und Wissenschaftler tragen Studien zusammen und durchforsten Datenbanken. Nach manchmal monatelanger Recherche kommt für die untersuchte Eagle-Leistung eine Bewertung heraus, die Nutzen und Schaden beschreibt. Das Urteil kann dann zum Beispiel lauten, tendenziell positiv oder negativ oder auch unklar. Der Eagle-Monitor enthält auf der einen Seite übersichtliche Infos für den Laien. Noch einmal Dr. Silke Thomas. Das ist einmal eine Kompaktversion, wo wirklich kurz was zu der Eagle-Leistung beschrieben steht, sowie zu den Ergebnissen zu Nutzen und Schaden. Es gibt eine ausführliche Version, in der ausführliche Informationen zur Eagle-Leistung beschrieben werden, wie beispielsweise auch die Kosten, die auf einen zukommen können. Und in dieser ausführlichen Version werden auch die Ergebnisse zu Nutzen und Schaden ausführlicher dargestellt. Außerdem enthält das Portal ausführliche Informationen für Experten, also bestimmte Dokumente und ganz genaue Analysen. Zum Start des Monitors im Januar waren die 24 häufigsten Eagle-Leistungen enthalten. Von Versicherten besonders häufig genutzt werden übrigens Früherkennungsuntersuchungen, zum Beispiel der Ultraschall der Eierstöcke zur Krebsfrüherkennung. Es ist so, dass wir bisher von den 24 beschriebenen Eagle-Leistungen auf unserer Internetseite sind ungefähr die Hälfte mit einem eher negativen Fazit. Das heißt, dass da der Schaden den Nutzen wirklich eher überwiegt. Ein Beispiel ist die sogenannte Kolonhydrotherapie. Das ist eine Art Darmspülung, wo wir aufgrund der Studienergebnisse zu dem Ergebnis kommen, dass diese Darmspülung keinen Nutzen hat, man sich aber dessen bewusst sein muss, dass gravierende, unerwünschte Ereignisse auftreten können, wie beispielsweise Darmperforationen, und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Der Schaden kann also größer sein als ein möglicher Nutzen. Das Ziel für das Portal lautet, in Zukunft pro Monat ungefähr eine neue Bewertung zu veröffentlichen und somit nach und nach mehr Informationen zu sammeln. Aber das Portal bietet noch mehr, wie Silke Thomas beschreibt. Neben diesen eigentlichen Bewertungen, die wir durchgeführt haben, widmet sich der Eagle-Monitor auch dem allgemeinen Eagle-Markt. Das heißt, es wird zum Beispiel erklärt, welche Akteure gibt es im Eagle-Markt, wo werden mir Eagle-Leistungen eigentlich angeboten. Wir haben eine Rubrik, wo den Patienten auch Tipps gegeben werden für den richtigen Umgang mit Eagle-Leistungen, wo auch drinsteht der Passus, dass man einen schriftlichen Vertrag für eine Leistung auch anfordern soll. Quasi noch so ein Rundum-Paket, um allgemeine Informationen über den Eagle-Markt zu geben. Und natürlich finden sich dort auch Tipps, wie Sie sich am besten verhalten können, wenn Ihnen Ihr Arzt eine Eagle-Leistung anbietet. Also, wie reagieren? Zunächst mal ist es ganz wichtig, dass man sich als Patient oder Patientin dessen bewusst ist, dass Eagle-Leistungen in der Regel niemals dringend sind und man sich wirklich eine Bedenkzeit nehmen soll, wenn man unsicher ist. Wenn man nicht abschätzen kann, ist jetzt die Leistung wirklich für mich in meiner Situation sinnvoll. Dann ist es ganz wichtig, sich vom Arzt ausreichend aufklären zu lassen. Das heißt, dass der Arzt einem erklärt, was sind jetzt die Vor- und Nachteile dieser Leistung, die er mir anbietet. Wie sehen die Kosten aus? Ist es vielleicht eine einmalige Sitzung oder muss ich mehrfach kommen, dass ich dann auch natürlich viel höhere Kosten habe? Warum genau gibt es jetzt keine vergleichbare Leistung, die von der Kasse übernommen wird? Und dann erst einmal zu Hause in Ruhe darüber nachdenken. Niemand sollte sich überrumpeln lassen und ohne Bedenkzeit entscheiden. Übrigens, in den ersten Wochen seit dem Start des Portals waren dort schon über 200.000 Besucher und haben sich informiert. Die Webadresse lautet www.eagle-monitor.de.